definitiv nicht dazu. Wir haben in der Abendschau ja schon viele ungewöhnliche Orte gezeigt, an denen die Berliner wohnen. In Kirchen, auf Bunkern, in alten Bahnhöfen. Alle hatten ein besonderes Flair. Der Ort, den wir Ihnen jetzt zeigen, der hat sicher auch ein ganz besonderes Flair. Aber ob das nun gerade zum Wohnen einlädt? In unserer Serie über Berliner Friedhöfe geht's heute nach Kreuzberg in die Bergmannstraße auf den Jerusalem-Friedhof, auf dem tatsächlich jemand lebt. Wenn Martin Strauß aus dem Fenster sieht, wird er an Tote erinnert. Vor 3 Jahren zog der Architekt in das Verwalterhaus des Jerusalem-Friedhofs. Das ist so die ersten 1-2 Wochen komisch, weil man ja dann auch die Nacht verbringt auf dem Friedhof, hat man zumindest das Gefühl. Aber auch da gewöhnt man sich so schnell dran und man wird ja auch schön belohnt, weil man hat nur ruhige Nachbarn und einen wunderschönen Blick. Seine Lebensgefährtin Olga sieht in dem Friedhof einfach einen idyllischen Park. Ich schaue auf die Gräber und ich kenne auch viele Gräber und finde, ich habe meine Lieblingsgräber und finde das einfach schön hier. So entspannt sehen das nicht alle, die auf den Friedhof kommen. Man verbindet immer Friedhof mit Geistern, nicht? Oder Unheimlichen. Also ich möchte nicht gerade auf den Friedhof holen. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen aus Ihrer Wohnung und plötzlich ist irgendwie das Gefühl, das bewegt sich irgendwas. Also da wäre ich ein bisschen ängstlich. Auch Martin Strauß würde niemals über Gräber laufen oder Abfälle liegen lassen. Laute Musik ist tabu und erst recht eine Grillparty. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich an Geister glaube, aber naja, so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Deshalb verhalte ich mich doch lieber respektvoll gegenüber den Toten und gegenüber dem Friedhof. An der Rückseite des Jerusalem-Friedhofs reihen sich alte Mausoleen aneinander. Die haben es dem freien Architekten besonders angetan. Viele ohne Besitzer, verfallen. Morbider Charme. Sie warten auf Privatleute, die sie restaurieren, um später vielleicht selbst dort in die Ewigkeit einzugehen. Das hier ist mein Lieblingsmausoleum von Max Krause, Papierfabrikant hier in Berlin. Viele kennen das MK-Papier. Er hat sich hier also bestatten lassen. Das ist auch zum Teil sein eigener Entwurf. Und es ist vor allem ein sehr außergewöhnliches Mausoleum, weil es eigentlich aussieht wie ein Wandgrab, aber mit so einer Tür in die Unendlichkeit. Das gefällt mir schon sehr gut. Bei seinen Spaziergängen hat der 44-Jährige auch Köstlichkeiten entdeckt, die früher auf Friedhöfen durchaus üblich waren, heute wohl für viele eher ein Grusel. Das ist eine Kirsche. Das hier ist ein Walnussbaum. Und auf der anderen Seite hier dieser mit dem schönen gelben Laub, das ist eine Quitte. Ich habe es noch nicht geschafft, obwohl ich hier auf dem Friedhof wohne, auch nur eine Quitte zu bekommen, weil die immer andere Leute vor mir schon abernten. Bei so vielen Annehmlichkeiten wollen noch mehr Leute herziehen. Ein Therapeutenpaar aus Düsseldorf will in dieser Kapelle wohnen. Die beiden haben sie für 30 Jahre von der evangelischen Kirche gepachtet und lassen sie sich von einem Berliner Büro gerade für 500.000 Euro umbauen. Es ist ja auch eine Einsegnungskapelle, das heißt, hier wurden tatsächlich auch die Toten dann umgebettet und dann herausbegleitet. Das ist eigentlich ein Ort des Durchgangs hier eher. Aber der Bauherr hat da eben nicht diese Berührungsängste. Den Blick auf die Gräber wollen die Bauherren noch in diesem Jahr genießen. Gleichzeitig eröffnen sie in dem jetzt wieder frisch strahlenden Gotteshaus eine neue Praxis für Psychotherapie. So wurde die lange ungenutzte, denkmalgeschützte Kapelle vor dem Verfall gerettet und Friedhofsbewohner Martin Strauß bekommt dann zusätzlich lebendige Nachbarn auf dem